Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir haben den Trompeter gefunden und wollen ihn wieder zu seiner Band bringen. Leider kommt er nicht hoch und wir können ihn auch nicht anheben. Er kann zumindest seinen Wagen schon mal nehmen. Hochstellen. Nein? Oh. Ich hatte gehofft, der wäre irgendwie möglich, hier hochzuheben. Nirgendwo? Los, hoch da. Ne, geht nicht höher. Ist gerade so nicht reicht, wow. Okay, das heißt. So. Muss irgendwie halten. Oder so. So. So, kann ich das damit anheben? Nee, warte mal. Ich glaube. So. So. Na, hier rein. Verbinden. Kann ich das Ding vielleicht einfach hier ranbauen? Irgendwie hält das schon. Sieht zwar scheiße aus, aber naja. Keine Ahnung, ob meine Baukonstruktion hier irgendwas macht. Oder ob sie einfach abstürzt. Wenn die Grubenwände nicht hochklettern. Ach, könnte ich doch nur mitsamt meinem Wagen der Grube entkommen. Am besten während ich drauf sitze. Oh Gott, wenn ich drauf sitze, steige ich auf den Wagen. Wie? Das ist ja wie im Traum. Ja, steig drauf. Aber gut, dann vertraue ich dir einfach mal. Okay, brauche ich gar nicht zwei Sachen bauen. Hm. Hm, so ist kein Platz, wo ich mich hinsetzen könnte. Oh, ernsthaft? Was ist dein Problem? Das ist sein Problem. Wir sind ja nicht immer schief. Ja, genau das, was ich wollte. Naja, schön ist was anderes. So. Verbinden. Oh, geht nicht. Ach, Mann. So. Wieder schief. So. Sieht echt scheiße aus, aber das Beste, was mir jetzt einfällt. Ups.
So, zumindest mit den Teilen hier. Na komm, rein da. Da rein. Danke. Verbinden. Auch zu Trompeten. Wo ist dann der... Ah, hier. So. Na klar. So, kannst du jetzt drauf sitzen? Ja. Ja. Ah. Jetzt machst du das. Und hab. Schwarzblenden. Oi! Ja, schön. So, jetzt muss ich rausfinden, wo ich erstmal hin muss. Da lang? Moment. So. Ja, bis bei nach rechts. Wie da hoch. Ah, so im Groben passt das. Das schaffen wir. Oh, ich bin aus der Grube raus? Ja. Hurra, endlich wieder frei. Uiuiui, in der Aufregung ist meine Brille ganz beschlagen, sodass ich kaum was mitbekommen habe. Aber du hast mich irgendwie da rausbekommen. So viel steht fest, tausend Dank. Und wenn du nicht vorbeikommen wärst, hätte ich wohl noch einige Tage in der Grube verbracht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass dieser Kataklysmus ganz Hyrule verwüstet hat. Hätte ich danach nicht so kopflos das Assemble verlassen, wäre mir dieser Unfall hier erspart geblieben. Die Güter für das Dorf der Orni sind nun alle untergebracht. Unbrauchbar. Da bleibt mir nicht viel anderes, bleibt mir nicht viel anderes übrig, als zum Assemble-Zyklus zurückzukehren und dort mein Bestes zu geben. Als erstes sollte ich wohl mal zum Stall des Schneelands und dort der großen Fee auf mein Horn vorspielen. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe hier noch eine Kleinigkeit für dich, zum Dank für meine Rettung. Es handelt sich um eine gar köstliche Kochzutat, die mein kleines Abenteuer glücklicherweise unbeschadet überstand. Osterhonig, ja. Schön, mal drei. Na so, dann mache ich mich mal langsam auf den Weg. Wenn es in deinen Reiseplan passt, schau doch mal im Stall des Schneelands vorbei und hör dir unseren Auftritt an. Machen wir. So, also das Hornnest. Hornnest? Hä? Egal. Achso, ich hätte ja auch noch Bauteile gehabt. Okay. Karte. So, porten wir uns doch mal direkt. Da oben hin. Ah, gut, dass wir ihn vielleicht noch mit der Kutsche da irgendwie hinbringen müssen. Wäre aber auch vielleicht witzig gewesen, mit diesen, ja, Windturbinen quasi dann, da irgendwie den Weg lang zu fahren. Nur mit einer Waffe genau im Moment ihres Zielbrechens angreifst. So, genau, da. Ja, ja. Oh, ich erinnere mich an dich, Reisender. Pass auf, ich habe eine große Neuigkeit für dich. Eupho, unser Hornist, ist zu uns zurückgekommen. Ja. Und zudem, wenn ich darüber nachdenke, dass er ins Dorf der Orni wollte und dann in ein Loch gefallen ist. Sein Pferdewagen sollte Euphorie jedenfalls nicht mehr lenken. Ja, ja. Ich bin nur froh, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Jedenfalls wird das Assemble-Zyklus mit Hilfe von Euphos Hornmusik wieder zu altem Ruhm zurückfinden. Ja, ja. Also dann, jetzt, wo Euphor hier ist, können wir die große Fee im Klang seines Horns zücken. Ich würde am liebsten gleich zur großen Fee aufbrechen, aber leider gibt es da ein Problem. Wieder hat unser braver Allegro kein Dach. Leider. Achso. Wenn wir bei diesem Schnee losfahren, wäre das fatal. Fatalissimo. Musikanten mit Erkältung verbreiten vielleicht Keime, aber sicher keine gute Laune.
Darum habe ich versucht, unserem Allegro mit einem Dach auszustatten. Aber es ist zum Verzweifeln. Ich komme nicht hoch genug. Damit konnte ich nur die Pfosten aufstellen. Wir wollen nur zu gern die große Vier spielen. Für die russische Vier spielen. Aber ohne Dach auf den Allegro ist das unmöglich. Absolut unmöglich. Ihr habt auch echt Probleme. So, zufrieden? Ja, ja. Ich bringe euch hin. Wie? Du willst uns hinbringen zur großen Fee? Da wäre aber immer noch das Dach. Huch, wie kommt denn das denn plötzlich an unser Allegro? Das Schicksal hat uns nicht im Stich gelassen, das werde ich dir niemals vergessen. In diesem Fall nehme ich dein freundliches Angebot gern an. Alle einsteigen. Und ja, es geht los. Na, endlich. Ja, ja. So, dann sind alle an Bord. Und zur großen Fee zu gelangen, muss man links herum auf den Berg fahren. Ja, ja. Ich bin sicher, du schaffst das schon, Freund. Ja, genau. Wir machen das wieder. Ist klar. So. Hi. Piep's hier nicht so rum. Oh. Ja, ja, wir möchten Fett abholen. Oh. Blondie? Was Pünktchen? Nicht Pünktchen, Blacky. Ja, mitnehmen. Oh. Der hat, glaube ich, das Geschirr dran, ne? Oder? Wir müssen das jetzt auch noch anlegen. Ne, hat er. Perfekt. Oh. Fett. Oh. Ah, ja, Geschirr. Hm. Oh. Oh. Ja, das. Oh, lass mich in Ruhe. So. Na. Vorwärts. Soll ich bewegen? So. Aha, geht doch. So, links rum. Oh shit, da ist so ein Drachenviech. Doch, hat schon was. Mit kleinen Kutschen fahren, sowas, das gefällt mir ja, ne? Sowas zu basteln und dann Leute hier durch die Gegend zu kutschieren. Schön, dass sowas im Spiel mittlerweile möglich ist. So, wir sind da. Hm, was gibt's denn? Wo ist die Rosfee? Gehen wir mal zurück. Ja, ja. Ernsthaft? Muss noch weitergehen? Wir sind genau daneben. Oi! Wow, 2 Meter. Ach, große Fee, das ist Samuel Zyklus, ist da. Ja, ja. Geehrter Reisender, herzlichen Dank. Durch deine Hilfe sind wir bei der großen Fee angekommen. Also gut, wir haben keine Zeit zu vertun. Alle bereit? Beginnen wir nun mit der Vorstellung. Spannend, was sie ihm ja oder ihr da vorträllern.
Ja, ja. Große Fee ist uns erschienen. Ich bin hin und weg. Weg ist sie. Weg ist sie, Mio. Wow. Die große Fee. Die Klänge meines Horns haben ihr tatsächlich zugesagt. Welch erhabener Anblick. Ich werde niemals vergessen, was uns heute hier gelungen ist. Und was stehen wir hier noch herum? Wir müssen zum Stall zurückkehren und allen berichten, dass die große Fee wieder zurück ist. Ja, ja. Ich bin einfach ignoriert. Wieder hast du uns geholfen. Wie soll man sich jemals revanchieren? Hier, ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Keine falsche Bescheidenheit. Nimm es ruhig an. Immer ein bisschen Money. Ja, ja. Hoppla. Und das hat mein Portemonnaie aber ganz schön erleichtert. Scheinbar doch viel Geld. Aber das soll keine Ausrede sein, unseren Dank gebührend zu zeigen. Ja, außerdem können wir uns so jetzt ganz unserer Vorstellung widmen. Ja, ja. Der bezaubernde Mija. Geht es nun wieder ganz bene. Benissimo. Aber noch haben wir nicht alle großen Feen wieder aus ihren Knospen hervorgelockt. Oh. Wir werden unsere Tournee also fortsetzen. Auf zur nächsten Trübsinnigen, die musikalischer Aufheiterung bedarf. Hoppla. Um sicher ans nächste Ziel zu gelangen, werden wir uns dein Ross leihen müssen. Oh. Aber keine Angst, wir werden uns liebevoll um es kümmern und es dann am nächsten Stall wieder abgeben. Ja, ja. Also dann, verehrter Reisender, noch einmal vielen Dank. Also Renate für Mija. Geschafft. Du hast also das Assemble mit seinen beruhigenden Klängen zu mir gebracht. Ach ja, jemand Größeres mit mehr Muskeln wäre natürlich mal schön gewesen. Oh. Aber obwohl du wirklich etwas mickrig geraten bist, bist du einfach doch irgendwie ein Schnuckel. Hm. Er scheint nicht so schlimm um die Welt bestellt zu sein, wie ich dachte. Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Im Gegenzug kann ich deine Kleidung verstärken, sofern ich die richtigen Materialien habe. Oh. Mit meiner jetzigen Kraft kann ich deine Kleidung ein gutes Stück verstärken. Ja, mach mal. Hm. So, was nehmen wir? Die Ritterrüste wäre natürlich gut für den Direktkampf. Ich gehe aber noch in die Wüste. Ich brauche also was gegen Hitze. Ah, ne, das ist gegen Feuer. Oder hilft Feuer? Ne, das hier ist die Wüste. Flammenhose. Ne, warte mal, das ist eine Fähigkeit. Was ist das denn nochmal? Aero-Beinschutz, achso. Ja, mach das mal. Nur zur Sicherheit. Ja, mach mal. Oh. Ja, ja. So. Was haben wir noch? Das Ding benutze ich öfter. Rotes Schleimgelee und Glutkraut. Aber war schon ein bisschen teuer hier alles. Okay, schön. So, was haben wir noch? Was uns leistet? Das können wir natürlich nicht mehr leisten. Das können wir auch nicht leisten? Hyrule Barsch. Jetzt müssen wir das theoretisch aufschreiben. Hyrule Barsch und hier sind es noch Blutkraut. 2. Nochmal 3. So, dieses Stück ist nicht verstärkbar. Oh. Achso, ja, braucht er auch nicht, ne? Wobei, wir verlieren viele Rubis. So, was würde ich denn gerne noch haben? Ich habe jetzt das Tuch auf jeden Fall. Spurtechse. Zurück haben wir davon was. Also ein Bart hier. So, das kennen wir jetzt. So, was würde ich noch gerne machen? Beinkleider. Hier wird die Angriffskraft noch steigen. Ja. Oh, Fragodra-Schuppe. Uff. Das ist aber schon teuer. Mega Gottheit. Was kosten die Dinger? Sonanium? Saphir.
Stubonit. Ja, die Kopfteile könnte ich auch machen. Ich nehme mal das hier. Moblin-Herz. Wow. Die höhere Rüstung bringt's richtig, ne? Muss ich ja so sagen. Leider fehlt mir ein Moblin-Herz. Ah. So, nehmen wir das nochmal mit. Achso. Ich hab wirklich einen Lock dafür. So, was können wir noch machen? Den, ja, nehmen wir. So die Standardkleidung, die aber nicht viel kann. Aber besser als nichts. So, den nehmen wir auch nochmal mit. So, verstärken. Das hier könnte ich auch noch machen. Löschechse. Löschechse? Oder brauche ich das hierfür? Ne, Sonanium. Dann nehmen wir das mit. So, wir haben die beiden. Und wo ist das von den Soras? Gar nichts von sowas, ne? So ein Kopfteil. Kann das sein? Ich soll es noch nicht gefunden haben. So, was darf ich noch verstärken? Sagen die beiden Dinger nochmal? Ja, Schwertgras. Schwertgras haben wir. Ach, das war nur Stufe 1, oh. Ja, was war sonst? Oh, neuen Säbelhund. Was? Krass. Okay, Stufe 1 halt nochmal. So. Wie darf ich sogar das... Ja, komm, dann machen wir das. Noch mit. Das ist wieder Stufe 1. Das ist schon ein bisschen nervig, dass man so viele Sachen sammelt und dann immer einem das gar nicht so wirklich was bringt, weil man andere Sachen braucht. So, nehmen wir das noch mit. Ja, sonst viel mehr verkaufen, um an Geld zu kommen und so, aber da man immer nie weiß, gefühlt, ach, Dork, Auge, oh, gerade so, ob man die braucht oder nicht, die Sachen, kann man die gefühlt nie verkaufen. Wie es direkt einen Shop geben würde, oder man kann Geld bezahlen, dass man dann die Items kriegt von ihr oder so, das wäre noch ein bisschen geiler, aber. Ja, oder kann ich das hier noch machen? So, dann nehmen wir das erstmal noch. Ja, mach mal mit. Auch wenn es die Schuppe kostet. Ist egal. So, wir dürfen nichts mehr. Ist okay.
Meine kleine Schwester Kultura findest du bei einem Stall an den Zwillingsbergen in der Nekluda-Region südöstlich von hier. Bleib schnuckelig. So, sehr schön. So, jetzt können wir endlich mal ein paar Sachen, die wieder stärker geworden sind. Jetzt wird mal die Verteidigung 4 erhöhen, wenn ich das jetzt anlege. Ja klar, 12 statt 8. Aber ich wollte eigentlich... Karte. Eine Kluda. Kluda ist ja hier unten. Nur mal hier hin und dann zum Gelben da. Ich weiß nicht, was da ist. So, was war das jetzt? Hyrule Barsch? Ne, irgendwas anderes. Ah, schon wieder vergessen. Sowas müsste ich mir echt aufschreiben. Monster der Bossbox. Diese ruppigen Riesen befehligen. Achso, ja, das sind diese kleinen Gruppen, die da rumlaufen. Mit dem Angriff. Heini. Wow. Oh nein. Ich hab irgendwie ein falsches Schwert. Ja. Ist nicht. Wow. Lande bitte. Glück gehabt. Weil hier irgendwie zu klettern wäre wohl die Hölle. So. Das Wetter sagt sonnig, ist es bald. Hm. Sieht noch nicht so aus. Toll, da wäre eine Brücke gewesen. Aber ich kann auch jetzt besser klettern. Warte mal. Ups. So, Kletterrüstung. Habe ich die? Klettern. Wo ist das? Was war das Ding? Ach, Anti-Rutsch-Ding brauche ich, ne? Genau, das hier brauche ich. So. Ach, komm schon. Link. Glück gehabt. Gerade so mit der Kombi hier lang gekommen. Ja. So, da ist das Ding, was ich suchte. Ah, schön, es regnet nicht mehr. Perfekt. So, rüber da. So, was hat hier so komisch geleuchtet? Affen? Oh. Denn hier? Au. Wie denn das? Oh shit, das ist super stark. Oh.
Geht auch. So, gut. Ist Sandra jetzt explodiert? Oben. Ich sehe nichts, was so krass hätte leuchten können. Ganz umsonst hergelaufen. Oh, da oben ist auch noch was. Da können wir mal hingehen. Oh shit. Okay, das könnte eine Weile dauern. Warum ist das? Das ist niemand aufgefallen beim Platzieren des Baums, dass hier so ein Blatt im Berg drin hängt. Naja, egal. Das Wasser fällt ganz schön langsam, kann das sein? Oder kommt das nur so vor? Ist noch weit. Obwohl sie nicht gehüpft bin. Oh shit, was bist du? Achso, nur ein Bulle. Ich dachte gerade, was wartet da jetzt auf mich? Ich hoffe, der schubst mich nicht direkt runter. Ahaha, oh shit. Oh shit, ja, ja. Ah, schön. Ah, so, gut. Eigentlich wollte ich nur den Stier da richtig haben. Was ist. Waren wir da schon mal drin, ne? Okay, ja. Oh, Link, so. Gut, ich denke mal, wir werden beim nächsten Mal einfach die Höhle hier erkunden. Ist klar, Junge, ist klar. So ein Blödarsch. So, und danach gehen wir mal nach oben und gucken, ob wir da irgendwie hochkommen, wo das Wasser runterkommt. Naja, gut. Dann machen wir Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.